Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Dieses Mal spielen wir das schwarze Auge Satinavs Ketten, ein Point-and-Click-Adventure von Daedalic Entertainment. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel. Ich kenne es auch noch nicht und ja. Es gibt zwei verschiedene Modis, einmal mit Komfortfunktionen und einmal ohne. Wir benutzen aber das ohne Komfortfunktionen. Also ich möchte nämlich nicht, dass mir angezeigt wird, mit was ich noch interagieren kann und ja, wie oft ich noch mit einer Person reden kann. Deswegen starten wir einfach mal das raue Abenteuer und ja, viel Spaß mit dem Intro. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Wir sind also Geron, der Vogelfänger, und die wollen von uns das Eichenblatt. Ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat, aber ja. Ach ja, genau, in der Queste sollen wir ja 4 Eichenblätter oder so sammeln. Und ja, dann schauen wir ihn doch mal an, den Olgiert. Starr mich mit deinen Hexenaugen an, solange du willst. Ich gehe erst, wenn ich das Eichenblatt habe. Jo, was sagst du denn dazu, wenn ich mich jetzt ergeben würde? Nein, ich ergebe mich aber nicht. Ich sehe das nicht ein. Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Ja, natürlich glaube ich, dass ich mich noch befreien kann. Aber auf uns hockt ja dieser Ulfried. Ja, mal ansehen bitte. Mit vollem Mund spricht man nicht. Und hinter Ulfried ist einfach ein Schweinearsch. Passt zusammen, Arsch und Arsch, ne? Gesellt sich gerne. Und hier hätten wir noch Geron, mit dem wir reden könnten. Nein, das funktioniert nicht und ansehen geht auch nicht. Ja, dann ganz auffällig ist hier ein Hammer und da unten war gerade unser Inventar. Da ist aber noch nichts drin, deswegen schauen wir uns den Hammer an. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Das glaubst aber auch nur du. Nimm ihn mal. Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Jetzt ist es mein Hammer. Ja, da ist Ulfried. Den brauchen wir uns eigentlich nicht ansehen. Wir können eigentlich nur den Hammer benutzen und auf ihn einklopfen. Los! Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht? Es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Laut der Prophezeiung vom Seher richten wir also Unheil an. Und angeblich haben wir eine dunkle Gabe. Naja, wer weiß, wer weiß. Hier ist ein Tonkrug.
Vielleicht gebe ich dir später einen Schluck ab, als Trost für die Niederlage. Ja, wir können ihn noch benutzen. Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt, also mir. Nein, ich werde gewinnen, das ist also mein Wein, den kriegst du nicht. Hier ist nichts weiter, mit dem wir interagieren könnten. Wir könnten versuchen, den Hammer zu schmeißen. Ich will dir ja deine Hoffnungen nicht nehmen, Geron, aber mein Krug steht viel zu weit weg. dann bleibt uns eigentlich nur noch... was ist das denn? Sieht mir so ein bisschen nach Krugzerbrechen aus, das benutzen wir doch mal. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Gwindling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Olgierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Ja, wir sind also Jäger, Fallensteller und Vogelfänger in einer Person. Das ist Gwindling. Es kann sein, dass er unser Vater ist, unser Chef, vielleicht unser Onkel oder anderweitig mit uns verwandt oder einfach nur ein Freund von uns. Das ist mir bis jetzt noch nicht so erkenntlich geworden. Auf jeden Fall haben wir einen Käfig gebracht, der zerstört ist. Deswegen kannst du ihn vielleicht reparieren für uns. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Eine Krähe, wie du sie in der Hand hältst und sezierst. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Ja, ich möchte ja an dem Wettbewerb teilnehmen. Was kannst du mir darüber sagen? Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Nee. Hilfst du mir jetzt beim Wettbewerb oder nicht? Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Genau, warum hilfst du mir dann nicht? Gwindlings Müdigkeit für mich wirkt ja irgendwie, naja, nicht ganz so müde. Aber egal, wir fragen ihn einfach mal danach. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Hast du etwa dunkle Ahnungen? Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Was kannst du mir denn über den Seher erzählen? Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume.
Ja, wir fragen ihn mal nach den Krähen. Bestimmt hat es irgendwas mit denen auf sich. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Er verbietet uns, den Krähen in die Augen zu sehen. Das lasse ich aber nicht auf mir sitzen. Jetzt schaue ich erst recht in die Augen. Außer natürlich, unser Leben hängt davon ab. Oder, ja, wir könnten, ja. Oder es würde Geld dafür geben, dass wir es nicht tun. Dann kann man sich's ja noch überlegen. Aber egal. Wir fragen ihn mal, was mit dem alten Ritter Ulderich passiert ist. Wie ist Ritter Ulderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Ja, gut. Wir können nochmal fragen, ob er uns beim Wettbewerb hilft. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Ja, er will uns also nicht helfen. Dann beenden wir mal das Gespräch. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Genau. So, wir sind also in Gwynlings Hütte. Und hier haben wir eigentlich momentan nichts, mit dem wir interagieren können. Hier wäre noch ein Bild. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Nein, sonst würde ich mir das Bild ja nicht ansehen. Wir könnten über das Bild nachdenken. Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Was haben wir denn hier noch so? Da ist ein Gehstock. Gwynlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ja, dann klauen wir ihm doch seinen Gehstock. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Es geht halt echt. Ja, wir haben jetzt einen Gehstock geklaut, aber dann kann er sich doch nicht mehr bewegen, wenn er Gliederschmerzen hat. Außerdem, warum steht er da hinten? Naja, okay. Ein Glaskolben. Glubsch ihn mal an. Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Muss ich dann wohl die Magie einer Fee auftreiben, beziehungsweise einfach die Fee auftreiben und er quetscht sie dann aus, oder was? Naja. Betatsch mal den Glaskolben. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Nee, ich mach halt gerne Dinge kaputt. Wie den Käfig, ja. Na, wobei, das war ich ja nicht. Schau ihn dir trotzdem mal an, Geron. Das wird Olgierd büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Können wir ihn mitnehmen? Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Nein, sonst hätte ich ihn nicht aufnehmen wollen. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgierd zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Ja, das sind dann jetzt unsere Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Aber wir schauen uns jetzt erstmal noch ein bisschen hier um. Hier wären zum Beispiel kupferne Eichenblätter. 2 Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgierd und das vierte ist noch versteckt. Dann los. Nimm sie mal mit, sonst werden die vielleicht auch noch geklaut. So, hier wären Gerons Eltern, also ist der Gwynling auf jeden Fall schon mal nicht sein Vater. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Aber du könntest mit ihnen reden. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mit dem Bild redet, aber okay. Ja, hier ist eine Kleiderkiste. Eigentlich viel zu groß für meine paar Sachen. Ja, warum hast du sie dann? Aber, naja, schauen wir mal rein. Vielleicht finden wir was Interessantes. Eine Flöte. Schau sie dir mal an, mein Freund. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Möchtest du es vielleicht wieder tun? Dann nehmen sie mal auf. So. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben hier unten ja noch mehr Sachen drin. Hier hätten wir zum Beispiel 4 Kreuzer. Nicht mal genug für eine Schweineklaue. Das ist also die Währung. Hier hätten wir ein Wurfnetz. Die beste Falle, um die Tiere lebend zu fangen. Ein Taubenei. Ein guter Köder für biestiges Federvieh. Eine Netzfalle. Gwynlings neuester Entwurf. Sie bricht den Vögeln jetzt nicht mehr die Flügel. Und ja, das war's. So, dann schauen wir uns mal hier drin noch ein bisschen um. Hier links haben wir ja eigentlich alles. Hier würde es wieder nach oben gehen.
Ja, hier hätten wir ein Katapult. Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Benutze es mal oder was auch immer das bedeuten soll. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Ja, das heißt wahrscheinlich spannen oder so. Müssen wir mal ein Spanngarn auftreiben. Vielleicht können wir es ja benutzen. Hier hätten wir noch Scharniere und ein Kapuff. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, was es damit auf sich hat. Bis dahin. Tschüss.